Einen wunderschönen guten Tag und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde im Train Simulator. Die heutige Fahrt führt uns mit der V100 West und ein paar hübschen Personenwagen über die Strecke im Rodachtal, besser gesagt die Rodachtalbahn. Und die Variante der Strecke, ja, ist hier in der Version 2.01 vorhanden. Wir fahren auf der Rodachtalbahn Plus und bei dem Fahrzeug handelt es sich um die V100 von TSC, von Transim Content. Ja, ich würde mal sagen, wir steigen direkt ein in die hübsche Lokomotive hier im Hauptbahnhof von Hof und rüsten das Fahrzeug auf, denn abfahrbereit sind wir noch längst nicht. So, wir schalten uns zu guter Anfang mal die PZB ein. Da ist noch so ein bisschen die Frage, ob das gleich funktioniert oder nicht. Das werden wir dann aber während der Fahrt oder beziehungsweise beim Aufrüsten der Lokomotive sehen. Denn die Lokomotive befindet sich in einem, naja, Beta-Zustand, der höchstwahrscheinlich auch nicht abgeschlossen werden wird. Und ja, deswegen könnte es eben sein, dass heute die ein oder andere Funktion bei der Lokomotive nicht verfügbar ist. So, wir starten den Motor der Lokomotive. Einmal hier drüben. Lassen wir den an. Wir hören es auch schon am Ton, genau. Der Motor ist gerade angesprungen. Hier oben drauf der Lüfter, der läuft auch schon. Und dann würde ich mal sagen, ist es Zeit, die Fahrgäste einsteigen zu lassen. Die Türen habe ich gerade geöffnet mit der Taste T. Die Fahrgäste können also in die Wagen hineinhüpfen. Und ja, in wenigen Minuten werden wir dann aus Hof abfahren. Die Fahrt führt uns übrigens heute von Hof Hauptbahnhof bis nach Bad Steben. Und ja, wir befinden uns, wie unschwer erkennbar, zur Zeit der Deutschen Bundesbahn in Westdeutschland. Haben hier eine wunderschöne V100 West. Und nebenan stehen noch andere Schmuckstücke, nämlich hier vorne eine wunderschöne Dampflokomotive. Das müsste die Baureihe 01 oder 03 sein. Ja, eine 01 ist es. Ebenfalls mit Personenwagen hinten dran. Und ja, der gesamte Bahnhof ist natürlich ausgestellt oder vollgestellt mit Güterwagen und Lokomotiven, Personenwagen, alles von der Deutschen Bundesbahn. Also wir haben hier wirklich Bundesbahn-Flair heute, um das mal so zu sagen. So, den Fahrtrichtungswender, den können wir in die Vorwärtsstellung bringen, entweder mit der Taste W oder mit der Maus. Dann würde ich ganz gerne noch, ja, den Hilfsdiesel aktivieren, finden wir hier drüben. Würden wir bei der echten Lokomotive wahrscheinlich dann auch nochmal akustisch hören, ob der angesprungen ist oder nicht. Und genau, Hauptschalter hatte ich noch nicht eingeschaltet. Der befindet sich hier oben. Zack. So, Störbedingungen erfüllt für die PZB. PZB ist an und Zwangsbremsung aktiv. Okay. Dann sollte die PZB eventuell funktionieren. Mal gucken. Wir werden es dann gleich sehen. Ich habe sie noch nicht testen können, die Lokomotive. Das ist auch für mich die mehr oder weniger erste richtige Fahrt mit dem Fahrzeug. Die Türen haben sich geschlossen. Genau, da drüben fährt jetzt auch die Dampflokomotive aus. Das gucken wir uns noch ganz kurz an, bevor wir dann selbst auch aus dem Bahnhof von Hof abfahren. Da kommt sie angeschnauft. Hat aber nur zwei Spitzenlichter aktiv. Das dritte hat der Lokführer wahrscheinlich vergessen. Ach, guck mal, und hier haben wir auch eine kleine Mischung. Vorne dran waren Wagen von der Deutschen Reichsbahn. Und hier sind jetzt Wagen von der Deutschen Bundesbahn. Ja, vielleicht ist es ja ein Zug, der teilweise oder der vielleicht die Grenze überquert hat. Das wäre jetzt noch so denkbar. Gut, Führerbahnzentil geht in Lösestellung. Hauptluftleitung bitte auf 5 bar auffüllen. Und dann müssten wir noch die Signalleuchten aktivieren. Vorne dreimal ein weißes Spitzenlicht. Und dann können wir eigentlich auch los. Nachdem wir, ganz wichtig, die Handbremse gelöst haben. So, da muss man ein bisschen kurbeln, etwas Geduld mitbringen. So wie auf der echten Lokomotive. Da muss man halt auch, ja, sich ein bisschen Zeit nehmen, um das Fahrzeug aufzurüsten. So, dann hauen wir mal die erste Fahrstufe rein. Und dann geht's los, würde ich sagen. Na? Möchte nicht los? Nochmal kurz gucken. Fahrrichtung sind erst nach vorne eingestellt. Ja, Luftpresse kommen noch einschalten. Müssen wir auch einschalten. Ja, Leistung war noch nicht eingeschaltet. Deswegen. So, schalte für den Zugfunk. Den braucht man natürlich auch. Ohne Zugfunk könnten wir natürlich in der Realität zwar fahren, aber zugelassen wäre es natürlich nicht. Ja, ganz wichtig, den Leistungsschalter auf einlegen, wie das auch bei der 218 ist.
wurde hier auch bei der V100 ja, mit übertragen. So, bei der PZB sehe ich jetzt hier vorne nichts blinken. Da bewegt sich nichts. Drücken trotzdem mal ganz kurz frei. In der Hoffnung, dass wir uns dann damit aus dem Startprogramm zumindest befreien konnten, wenn es dann aktiv gewesen ist. Und hier drüben auch sehr schön die ganzen Bundesbahnfahrzeuge. Ja, 20 für das Gleis, was nach rechts abzweigt. Aber eigentlich ist der Zuordnungspfeil, naja, ein bisschen anders zu verwenden. Ist nicht schlimm. Wir wissen, was gemeint ist. Und hier drüben sehen wir nochmal ein ganzes Päckchen V60 Dampflokomotiven, Baureihe 86 war das, glaube ich. Dann hinten nochmal eine 01. Hier ein paar hübsche Silberlinge. Alles abgestellt. Steht bereit für weitere Zugfahrten. So, da war gerade noch irgendein Signal. Aber ich glaube, das ist hier bei der Ausfahrt nur ein ZS2V. Oder ein ZS2 gewesen. Mal gucken, ob uns da vorne gleich was erwartet. So, für uns müsste es auf jeden Fall hier den Berg hinaufgehen. Schalten wir noch ein bisschen Leistung auf. Mit 60 durften wir ja schon rausfahren. Und genau, die Geschwindigkeit wird auch beibehalten. Kurz vor Neuhof geht es dann mit der Geschwindigkeit nochmal runter auf 50. So, mit der Taste B aktivieren wir die Pfeife. Wir können aber auch hier drüben einfach ja, aufs Türfon draufdrücken. Das ist uns überlassen, wie wir das machen möchten. Jetzt wären wir aber ein bisschen zu schnell. 60 waren hier angesagt. Leistung nehmen wir einfach zurück. Der Zug bremst ja sowieso durch den Berg etwas. So, die 50. Und wachsam. Alles klar. Ja, also die PZB scheint nicht so wirklich zu funktionieren. Wir werden sie trotzdem bedienen, damit es wenigstens so ein bisschen, naja, wirkt, als würde sie uns heute hier beeinflussen. Und im Großen und Ganzen haben wir ja sowieso die Prüfgeschwindigkeiten im Kopf. Also wir gehen mal davon aus, dass wir eben heute in der oberen Zugart unterwegs wären. Und dann sollte uns das auf der Nebenbahn hier sowieso nicht zum Verhängnis werden. So, die Leistung nehmen wir direkt wieder raus und dann halten wir hier einmal am Bahnsteig an. Ja, auch nicht wundern, die Bremse hier drüben, die ist ein bisschen schwergängig, aber sie wirkt sehr stark. Oh. Ein bisschen Bremszylinderdruck abbauen. Im Bahnhof stehen wir auf jeden Fall drin. Das ist kein Problem. So, und dann geben wir mit T die Türen frei. Fahrgäste können wieder einsteigen. Wir müssen noch mal ganz kurz gucken. Wir haben nämlich einen Fahrplan, den wir eigentlich einhalten sollten. 11.58 Uhr ist die Ankunft hier geplant. Naja gut, wir haben es 12 Uhr. Und für 11.59 Uhr war die Abfahrt schon angesetzt. Also den werden wir wahrscheinlich nicht so richtig einhalten können. Da müssen wir mal ein bisschen gucken, dass das irgendwie noch klappt. So, Lokbremse angelegt. Der Schaffner pfeift, die Türen schließen sich und dann können wir los. Zusatzbremse, Lösestellung und ab die Post. Freie Fahrt am Hauptsignal auch schon. Ja, sind ja sowieso mit Fahrtabarten eingefahren, von daher dürfte es da kein Problem geben. So, dran denken, diesmal waren es 50, die wir fahren sollten. Hui, wo werden wir denn heute lang geführt? Ich weiß gar nicht, sind wir den Fahrweg schon mal gefahren? Ja, sicherlich, weil das hier oben sind nur Anschlussgleise. Okay, ein Lidl gibt es hier oben auch. Also du siehst schon, das ist so ein bisschen an die Bundesbahnzeit zwar angepasst, aber es ist nicht alles an der Strecke verändert worden, damit man dieses Bundesbahn-Szenario auch, ich sag mal, komplett authentisch durchspielen kann. Das ist auch nicht schlimm, denn ja, wenn wir die Lokomotiven haben und die Wagen, dann ist es bei nicht ganz so genauer Betrachtung natürlich auch so, dass wir hier
einigermaßen das Gefühl haben, als wären wir bei der Deutschen Bundesbahn, weil die Strecke ist sowieso mit dem HV-Signalsystem versehen. Wir haben hin und wieder auch ein paar Formsignale, die wir noch antreffen werden. Und klar, man kann so eine Strecke eben nur für eine bzw. mit ein bisschen Glück auch für zwei Epochen so entwickeln, damit das einigermaßen passt. Aber eben alles hundertprozentig abbilden, also Bundesbahnzeit und dann eben ja, Zeit der Deutschen Bahn AG, Zeit der Wiedervereinigung, das wird dann doch etwas schwer. Aber wie gesagt, mit etwas Fantasie und etwas spielerischem Denkvermögen, da klappt das schon ganz gut. So, Leistung auf, nochmal pfeifen dort vorne. Das ist auch richtig schön. Das Horn ist extra lang. So, nächster Halt ist dann in Köditz auf Gleis 1. Ja, und was wir noch nicht gemacht haben, wir haben die Lokomotive noch nicht so wirklich erkundet. Das würde ich am liebsten eigentlich im Stillstand machen, aber wir haben leider gar nicht so viel Zeit, dass wir da immer in den Bahnhöfen extra lange stehen bleiben können. Weil wie gesagt, ich wollte es ja eigentlich versuchen, dass wir uns so ein bisschen ja, an den Fahrplan dran halten. Aber ich glaube, das wird sowieso nichts. Deswegen müssen wir da mal ein bisschen schauen, dass wir das eventuell während der Fahrt machen. So, das Überwachungssignal blinkt schon, BÜ1. Die Weiterfahrt ist genehmigt, ohne Halt vorm Bahnübergang. Also der muss nicht nochmal extra gesichert werden. So, ist das schon der Bahnsteig da vorne? Nein, das ist noch ein Stückchen hin. So, Leistung nehmen wir zurück. Wir sind schon viel zu schnell eigentlich. Drücken trotzdem nochmal aufs Horn. Ja, reinbremsen. Genau. Ja, was mir bei der V100 West besonders gut gefällt, das sind diese abgerundeten Ecken hier vorne an der Lokomotive dran und auch allgemein der Aufbau von der Lokomotive, weil die V100 Ost, die ist eben so ja, relativ kantig, relativ schroff und die West-Variante, ja, die ist etwas runder, etwas geschmeidiger, was die schwungvolle Gestaltung des Fahrzeugs angeht. Wie sich die V100 West auf der Schiene verhält, das kann ich tatsächlich nicht einschätzen. Auf einer V100 West bin ich leider noch nicht drauf gewesen, würde mich aber auch mal sehr reizen, weil optisch ja, wirkt das wie ein doch sehr interessantes Fahrzeug. Der Führerstand ist auch für eine V100, ich würde mal sagen, ja, relativ okay von der Größe. Ist jetzt nichts Überwältigendes im Sinne des Platzbedarfs, also da gibt es wirklich andere Lokomotiven, wo man wesentlich mehr Platz hat und auch wesentlich mehr Freiraum. Aber hier, ja, wenn ich das schon so sehe, ich glaube, Beinfreiheit hat man nicht so wirklich. Da ist man ja so ein bisschen eingeschränkt eben auf die Sitze. So, 60 und BÜ, dann eine alleinstehende Vorsignaltafel, ist natürlich zu quittieren und wir halt erwarten zu behandeln. So, weil wir auch auf einer Nebenbahn sind, kann der Vorsignalabstand zum Hauptsignal abweichen. Ist aber hier nicht der Fall. Und hier geht es dann, naja, nach speziellem HV-Signal weiter. So, das Problem ist auch bei der Bremse. Wenn man da etwas zu stark dran zieht, dann steuert die gefühlt mit fast der kompletten Stärke des Bremszylinderdruckes aus. So stark wollte ich eigentlich gar nicht bremsen. So, BE-Signal blinkt. Und auch die Andreaskreuze am Bahnübergang. Stecken wir mal ganz kurz den Kopf zum Fenster raus. Ja, die Bahnsteiglänge ist zwar okay, aber da wird unser Zug wahrscheinlich genau reinpassen. Also wir sollten schon irgendwie am dafür vorgesehenen Halteplatz halten, nämlich an der H-Tafel.
Wobei, wir haben ja drei Wagen dran. Was sagt denn die Zuglänge? Passen wir rein? Ja, wir passen rein, ohne Probleme. Zack, Zusatzbremse anziehen. Türen freigeben mit der Taste T. Wow. Ach so, auch interessant, okay. Unser ZB3 hat hier auf der Lokomotive komischerweise nur eine Anlegestellung und eine Lösestellung. Also Bremszylinderdruck halten. Gibt's. Ach doch, gibt's auch. Aber. Ach, das ist ja komisch gemacht. Okay, also wir haben keine. Keine Lösestellung, beziehungsweise keine richtige Füllstellung. Sondern das wird eben. Ja. Stufenweise geregelt. Normalerweise funktioniert das eben mit Anlegen der Bremse oder Lösen der Bremse, aber hier hat man halt, ich sag mal, wie. Naja, so Stellung, wo man quasi die Bremse anlegt und dann hält. Also, das gibt's eigentlich so, wie man es jetzt hier in der Simulation bedient, nicht auf der Fahr-N 100. Du hast eben vorne dann, ja, Lösen und hinten eben Anlegen. Weil wie gesagt, es ist ja eine direkte Bremse und du steuerst halt direkt die Luft, die da durchfließt. Das ist kein Führerbremsventil in dem Sinne, sondern eben ja, ein direktes Bremsventil oder ein Bremsventil für die direkte Bremse der Lokomotive. Auch sehr cool hier unten mit Gleissperren. Können wir die bedienen? Scheint nicht so. So, die 60 haben wir gleich wieder. Ah, sehr cool. Jetzt kommen hier auch so ein paar Motorsounds. Ja, wie gesagt, die Lokomotive ist halt nicht vollumfänglich entwickelt. Vom Ausmodellierten her ist jetzt, würde ich mal meinen, eigentlich alles da. Wir haben hier oben sogar einen schönen Fahrplan. Da können wir uns eigentlich auch die Beleuchtung mal noch einschalten. Genau, Beleuchtung, Fahrplan ist hier in der Mitte. Zack, nach oben geschoben. Wird sogar hier oben angezeigt. Buchfahrplanleuchte, Führerstand 1 oder Fahrstand 1, weil wir haben ja nur einen großen Führerstand, einen großen Führerraum. Die Begriffe werden ja synonym verwendet. Aber eben der Fahrstand ist dann quasi nochmal ja, die Bedienstelle, um das mal so zu sagen, für die jeweilige Richtung. Genau, und dann, ja, Instrumentenbeleuchtung können wir uns auch einknipsen. Machen wir auch. Und die gesamte Führerraumbeleuchtung, die ist natürlich auch hinzuschaltbar. Ja, ansonsten, was haben wir hier drüben noch? Genau, Sand, Klingel und Klimator. Für was die Klingel auf dem Fahrzeug ist, weiß ich leider nicht. Das ist mir auch auf der VN 100 Ost unbekannt. Ich weiß, dass man die Klingel zum Beispiel bei der Ludmilla, beim Russen, dass man sie da benutzen kann, um zum Beispiel dem anderen Kollegen auf dem anderen Führerstand von der anderen Lokomotive signalisieren zu können, hey hier, ich bin fertig mit dem, was vereinbart wurde. Wenn man dem zum Beispiel, keine Ahnung, per Walkie-Talkie durchgegeben hat, ja, wenn ich zweimal auf die Klingel drücke, dann bin ich mit der Lokomotive bis an den Prellbock vorgefahren, dann kannst du auf der anderen Seite übernehmen. Ich habe drüben die entsprechenden Vorkehrungen getroffen, dass du eben die Weiterfahrt antreten kannst. Dann kann man sich das jetzt mal, ja, salopp gesagt, so schnell vereinbaren. Ist sicherlich auch beim Rangieren von Vorteil. Und ja, wie gesagt, ob die Klingel hier bei der VN 100 West genau dieselbe Funktion hat, weiß ich so nicht. Ich könnte es mir gut vorstellen, wenn man vielleicht die Fahrzeuge ja, mit der elektrischen Kupplung verbindet. Wir sehen ja auch hier unten, da haben wir dann nochmal die. Ich weiß nicht, ob es eine Steuerleitung hier ist in dem Fall oder ob das die Zugsammelschiene ist. Aber die ZS sollte eigentlich. Ja, wobei, vielleicht hat die sogar noch für die Wagen hinten dran eine Art Dampfheizung. Da gibt es halt unterschiedliche Heizsysteme. Entweder ist es elektrisch oder ja, eben per Dampfheizung. So wie das zum Beispiel bei der genau V160. 216 der Fall ist. Die hatten ja auch Dampfheizungen noch mit drauf. Und das kommt eben daher, dass die Dampflokomotiven früher, ja, da gab es keine Zugsammelschiene in dem Sinne, sondern da hattest du eben eine Dampfheizung. Da wurde der Heißdampf hinten in die Wagen geleitet, um dann da eben auch die Wärme, ja,
um die Wärme für das Heizen der Wagen nutzen zu können. Und diese Vorrichtung gibt es eben teilweise auch auf Diesellokomotiven. Ob das jetzt hier bei der V100 West der Fall ist, weiß ich wie gesagt nicht. Wir können aber mal ganz kurz gucken, wenn wir hier drüben eine Anzeige haben für Heizstrom bzw. Zugsammelschiene. Heizdampftemperatur. Ja, damit hätten wir es schon geklärt. Es ist also eine Dampfheizung, die auf der Lokomotive vorhanden ist. So, einzelne Vorsignaltafel. Und dann heißt es wieder, Halt erwarten. Beziehungsweise, ja, eben gucken, was das Hauptsignal anzeigt. Aber wir sind jetzt ziemlich flott drauf zugefahren. Man sollte das echt langsamer angehen. Aber okay. Nächster Halt. Stegenwaldhaus, Gleis 1. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So, wir kommen auf den Berg hinauf. Nehmen die Leistung zurück. Der Zug bremst schon langsam rein. Ja, eben durch die Erdanziehungskraft, die uns dann natürlich in Richtung Tal zieht. Oder die Hangabtriebskraft. Ja, ist auch wieder etwas stark reingebremst. Du hast es ja gesehen, ich habe das Führerbremsventil hier wirklich minimal bedient. Und der Zug, der bremst halt immens stark rein. Muss man einfach so sagen. Den Rest machen wir ausnahmsweise mal mit der Zusatzbremse. Damit soll man normalerweise keine Zugfahrten bremsen. Aber hier in dem Fall können wir das machen. Weil, ich glaube auch der Druck aus der Hauptluftleitung, der war noch nicht ganz bei 5 Bar angekommen. Die Bremsen hinten im Zug waren sowieso noch nicht ganz gelöst. Und dann können wir quasi auch die Bremsung, ja, mit dem ZB3 hier unterstützen und den Zug so reinbremsen. Ob das ja, jetzt das richtige Vorgehen gewesen ist bei der Bundesbahn, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie die Regelungen damals waren. Aber ich denke mal, dass das damals schon auf einigen Lokomotiven gemacht wurde. Denn ja, Vorschrift und Realität sind grundsätzlich immer zwei verschiedene Dinge. Da ist es auch egal, ob wir zu Bundesbahnzeiten in den Westen gucken oder zu Reichsbahnzeiten in den Osten. Was ja sowieso ein und dieselbe Zeit war, aber eben ja, im getrennten Deutschland anders ablief. Oder ob wir da heute bei der Deutschen Bahn AG gucken, beziehungsweise bei anderen privaten Eisenbahnverkehrsunternehmen. Da ist natürlich immer die eine Sache, was in der Vorschrift drin steht. Aber wie sich dann da die Kollegen auf der Schiene verhalten, das ist immer die andere Sache. Wir hoffen natürlich mal, dass das alles so abläuft, wie es ablaufen soll. Und dass das Eisenbahnbundesamt da auch ordentlich guckt. So, wir rollen und rollen und rollen. Ein Bahnübergang kommt. Pfeiftafel habe ich jetzt gar nicht gesehen. Aber wir sollten mal drauf drücken. Oh ja, das schaut echt wunderschön aus. Es macht richtig Spaß. So, nächster Halt ist dann Rothenburg in 1,3 Kilometern. Na? Hey. Ja gut, jetzt sind wir auch über den Bahnübergang schon drüber. Jetzt sollten wir aber trotzdem reinbremsen. So, 50. Da ist kein 1000 Hertz Gleismagnet verlegt. Wir quittieren es aber trotzdem. Ja, die Bremsung, die hält jetzt etwas länger an. So, keine Sorge, also zum Stehen werden wir nicht kommen. Es geht ja sowieso bergab. Der Zug drückt von hinten nach. Und das ist auch cool. Wir haben bei der Lokomotive, genauso auch wie auf den V160-Lokomotiven, nochmal so einen Schnellausknopf. Ich habe es jetzt mal ganz kurz für Demonstrationszwecke gezeigt. Damit kann man eben, ja, die Leistung schnell unterbrechen. Wenn man zum Beispiel sieht, oha, da kommt ein HP0 zeigendes Signal. Oder, keine Ahnung, da ist jemand im Gleis, schnell auf schnell aushauen und die Schnellbremsung durchführen. So, Haltepunkttafel und unser P.
Da wir aber sowieso am Haltepunkt anhalten, pfeifen wir jetzt mal hier noch nicht rum wie wild. So, 20 habe ich gesehen. Bremse geht in Lösestellung. So, und die Lokbremse wird angelegt. T wie Türen. Genau, stehen auch noch am Bahnsteig. Ich dachte jetzt schon, nicht, dass wir zu weit hinten mit dem Zugschluss darüber hinausstehen. Rothenburg. Ach so, nicht Rothenburg, sondern Rothenburg. Ich wollte schon sagen, weil Rothenburg gibt es ja etwas öfters. Ich glaube auch Rothenburg oberhalb der Taube. Ein normales Rothenburg und. Ganz, ganz, ganz viel. So, wir haben es 12.17 Uhr. Nächsten Halt Selbitz. So, Lösestellung. Diesmal schon pfeifen. Und dann müssen wir jetzt eben etwas vorsichtiger sein, weil auch der Bahnübergang ist nicht wirklich gesichert. Er wird quasi durch unser akustisches Signal gesichert. So, es sind jetzt keine Fahrzeuge in Annäherung. Na, pfeifen. Hier sind auch 20. Nicht so schnell. Ich mache das jetzt mal so. Wie gesagt, das ist jetzt hier eine kleine Regulierungsbremsung gewesen. Da gönne ich mir mal die Zusatzbremse, die direkte Bremse von der Lokomotive. Alles so dicht bewaldet. Ich weiß gar nicht, wo ich hier mit der Kamera richtig hin soll. Aber wir können ja einfach in die Seitenansicht. Die ist übrigens aufzurufen über die Tastenkombination Shift und 2. Dann wird man quasi an das Fenster der Lokomotive dran gebeamt. So, wir dürfen auch wieder 40 fahren. Weiter geht's. Mit P. Ach, wieso möchte denn? Das ist komisch. Wenn wir außerhalb der Lokomotive sind, kann ich das Horn nicht mit der Taste B aktivieren. Wenn wir innen drin sind, dann geht's. Komisch. So, rechts und links alles frei. Und wir gehen wieder in die Außenansicht. So, was sagt die Geschwindigkeit? Die Geschwindigkeit sagt, wir sind zu schnell. Nochmal auf die Pfeife drücken. So, reinbremsen. Und auslösen wieder. Und noch eine weitere P-Tafel. Achso, ja, ich habe jetzt wieder außerhalb drauf gedrückt. Also normalerweise hätte sie jetzt gepfiffen. Aber sie möchte gerade nicht. Sie ist heute etwas stur. Nee, aber Hauptgrund, wieso ich die Lokomotive mal wieder genommen habe, oder was heißt mal wieder, ist eigentlich der, dass wir sie noch nie in dieser Lackierung gefahren sind. Wir hatten bisher immer nur die blau-beige Variante, wenn wir die V100 West gefahren sind. Die haben wir auch bisher, ich glaube, nur ein- oder zweimal gemeinsam gefahren. Oder sind wir gemeinsam gefahren. Denn davor waren wir eigentlich immer auf der V100 Ost unterwegs. Also hier Baureihe 202, 203. Zack. Beziehungsweise bei der Deutschen Reichsbahn war es eben die Bezeichnung, ich glaube 119 müsste das gewesen sein, unter anderem 117. Wobei die 117? Weiß ich jetzt gar nicht aus dem Kopf. Aber auf jeden Fall 119, das war die V100 Ost. So, Hauptsignal zeigt freie Fahrt und das Vorsignal sagt uns Halt erwarten. Genau, denn in Selbitz müsste dann ein Prellbock vor unserer Nase stehen. Und dort sollten wir dann eigentlich kehrt machen. Oder? War das der Bahnhof, wo wir die Wende machen? Also jetzt nicht die Wende im Sinne von DDR und BRD, sondern die Wende im Sinne einer Bahnsteigwende. Naja, wir werden es ja gleich sehen. So, laut Weichenlaternen geht es hier auf das äußere Gleis.
Ach nein, wir haben deswegen eine Haltankündigung bekommen, weil der Gegenzug noch nicht drin ist im Bahnhof. Ja, hier drüben die schöne 86 müsste es sein, ne? Ja. Und deswegen steht da vorne auch das Ausfahrsignal noch auf Halt. Genauso wie das Lichtsperrsignal hier unten. Wow, wir müssen rüber. Anlegen. Ja, etwas härter angehalten, aber ist auch okay. Was macht denn der Kollege hier? Mit offenen Türen fahren? Das ist aber auch bei der Bundesbahn nicht gern gesehen. Na. Es interessiert ihn wahrscheinlich gar nicht. Er fährt einfach mit offenen Türen als Klimaanlage. Geht natürlich auch. Das sieht echt ulkig aus. Jetzt hat der Schaffner gepfiffen und jetzt haben sich die Türen von alleine geschlossen. Auch cool. So, die Fahrgäste laufen uns hier quer durch den Zug hindurch. Die Drehgestelle drehen sich von alleine. Ja, wie gesagt, es ist eine Beta-Variante, eine Open-Beta. Das Fahrzeug ist nicht fertig und soll auch laut aktuellen Angaben wahrscheinlich nicht fertig werden, weil der Entwickler ja wahrscheinlich an dem Fahrzeug eben nicht mehr weiterentwickeln kann oder vielleicht auch nicht will. Den Grund kenne ich an der Stelle nicht. Aber ich persönlich finde auch, das ist ein Fahrzeug, was man trotzdem so ganz gut fahren kann. Man muss eben so ein paar, ja, Mängel will ich es jetzt nicht nennen, aber so ein paar Entwicklungsrückschritte oder Entwicklungsverzögerungen, sagen wir es mal so, in Kauf nehmen. Und ja, dann passt das eigentlich ganz gut. So, was ich mich jetzt hier noch frage, wie wir weiterkommen sollen. Die Weiche ist nämlich schon für uns auf den richtigen Fahrweg eingestellt. Das Hauptsignal ist allerdings noch auf Halt. Der BÜ ist eigentlich auch schon gesichert. Unser BÜ-Signal blinkt aber auch noch nicht. So, Abfahrtspfiff haben wir bekommen. Weiter Richtung Naila, Gleis 2. Müssen wir ganz kurz gucken. Übersichtsansicht. Ja, Fahrtrichtung geradeaus. Gut, dann machen wir das mal so. Wir greifen uns ganz kurz den Hörer vom Zugfunk. Wir haben hier übrigens auch ein sehr modernes Zugfunkgerät schon drin. GSMR, also auch die Lokomotive, ne? Die ist nicht im Zustand der ehemaligen Deutschen Bundesbahn. Da hatten wir eben auch nicht ja, diese Ausführung, so wie wir sie jetzt hier vor Augen haben. Aber dennoch. So, Genehmigung zum Überfahren des haltzeigenden Signals erteilt. Wunderbar. Und da vorne wird es jetzt ein bisschen interessant, was unsere Zugfahrt angeht. Denn wir fahren jetzt hier mal gegen das haltzeigende Signal dort vorne an. Das Lichtsperrsignal, das gibt uns hier schon ja, die Genehmigung zur Weiterfahrt. Das BÜ-Signal müssen wir theoretisch quittieren, auch wenn hier komischerweise kein 1000 Hertz Gleismagnet liegt. Und für uns ist wichtig, das BÜ... Okay, gut, ist doch nicht wichtig. Das BÜ 16.0, das gelbe Täfelchen, hätte uns eben darauf hingewiesen, dass wir dann bei 16.0 hätten anhalten müssen, wenn der Bahnübergang nicht gesichert ist, und eben den dann manuell sichern. So, aber auch hier aufpassen, das Lichtsperrsignal zeigt quasi SH1, also wir dürfen vorbeifahren, aber das Hauptsignal, das ist immer noch in Haltstellung, da müssen wir gleich mal gucken. Hintergrund ist der, wieso ich jetzt hier vorfahre, dass wir quasi erst in dem, ich sag mal, in dieser Mini-Blockstrecke hier sein müssen, von unserem Bahnhofsblock, um hier ein weiteres Mal die Genehmigung zur Weiterfahrt anfordern zu können. Das kann der Simulator nicht unterscheiden. In echt wäre das dann hier ja, ein Gruppenausfahrsignal, was uns quasi hier vorne mit dem Lichtsperrsignal die Zugehörigkeit auch ja, zuweist. Deswegen, BÜ ist jetzt gesichert, Ausfahrt steht auch, wir können den Hahn aufdrehen und rausfahren. Bei der Fahrdienstleitung hat man ja sowieso gerade angerufen, ob wir losfahren können im Bahnhof. Und die hat uns das Ganze bestätigt. Genau, hier kommt auch nochmal ein BÜ-Wiederholer. Und hier kommt dann der BÜ 16. Oder der BÜ am Streckenkilometer 16. So, Geschwindigkeit. Für uns ab hier 50. Weichenbereich haben wir ja verlassen.
Ich weiß auch nicht, welche Geschwindigkeit jetzt genau im Bahnhof zugelassen war. Aber es müssten eigentlich genau durchgängig die 50 gewesen sein, weil wir wurden nicht runter signalisiert. Wir hatten nur VR0. Also passt das eigentlich. Hier auch sehr cool. Aus der Gegenrichtung hätten wir dann eine Trapeztafel. War da nicht gerade eine Trapeztafel? Nein, okay, keine Trapeztafel. Aber eine Rautentafel. Die sieht man auch nicht so oft. Also abhängig davon, wo man langfährt. Das ZS 103 müsste das sein. So, P. Einmal erstmal pfeifen. Kommt dann da vorne gleich nochmal. Und dann hier noch einmal bremsen und pfeifen. Wobei, Korrektur, die Rautentafel ist ja eigentlich... Genau, die ist eigentlich am Hauptsignal angebracht. Und kennzeichnet eigentlich die Signale, die eben für Rangierfahrten nicht gelten. Ja, demnach wird das das Signal für die Nebenbahn sein. Also, in die, Hier jetzt komme ich nicht auf den Begriff, für die Bahnübergänge. Das ist dann quasi die Ankündigung wahrscheinlich. Also es hat auch Rauten, ja, aber in dem Moment eben eine andere Bedeutung. Das ist quasi die Stelle, ab der... Wobei, nee, dafür waren die Rauten eigentlich anders angeordnet hier. Also mit der Rautentafel kann halt auch das Überwachungssignal angekündigt werden. Das BÜ-Signal. Aber dann sehen die Rauten doch eigentlich auch anders aus. Da müssen wir uns dann nochmal angucken, wenn wir nochmal so eine Stelle haben. Aber nach der Druckschrift 301 wäre das eigentlich dann die Ankündigung. Also DS 301. Wir haben hier quasi die Unterscheidung für Bundesbahn, ehemaligen Bundesbahnbereich und ehemaligen Reichsbahnbereich. Bei der Bundesbahn hieß das Schriftstück eben Druckschrift, daher DS 301. Und im Osten bei der Reichsbahn war das die... Dienstvorschrift und deswegen DV 301. Das Ganze wurde dann in einem gemeinsamen Signalbuch eben auch zusammengeführt, was die Signalbegriffe angeht und daher diese Unterscheidung. Weil der Fahrdienst musste ja auch bei beiden Eisenbahngesellschaften irgendwie geregelt werden und dafür gab es dann eben diese Schriftstücke. So, nächster Halt ist dann Naila auf Gleis 2. Und erstmal drehen wir hier noch ein bisschen kurz die Leistung auf. Ja, wir sind sogar wieder fast im Fahrplan drin. Ich weiß, wir schleichen halt sehr, sehr, sehr langsam hier hindurch. Ja, komm, wir brauchen hier echt nochmal Leistung. Aber das ist doch... Ist doch waagerecht. Hat irgendjemand Handbremse angelegt? Nö. Genau, hier vorne kommen nochmal Rautentafeln. Genau, und hier sieht man es auch nochmal schön eindeutig. Das sind die Rautentafeln, die eben für die Bahnübergänge sind. Und damit eben, ja, das Überwachungssignal ankündigen. Dieses Rautensignal hat in dem Fall nicht die Bedeutung, dass wir am Hauptsignal einfach dran vorbeizischen dürfen. Das wäre hier wirklich fatal in dem Bahnhof auch. Aber es gibt eben auch die Rautentafel, ja, auf dem Gebiet der ehemaligen Deutschen Reichsbahn zum Beispiel, wo man dann eben, ja, ein Hauptsignal damit ungültig machen kann. Ja.
Und das wäre dann eben das ZS-103. Hier haben wir ganz normal die Sperrsignale. Also auch das ist mit eingebaut. Genau. So, Bremsen gehen alle in Lösestellung. Einen Moment gewartet. Und wenn der Bremszylinderdruck bei 0 ist, dann können wir loszischen. Wobei doch, ich glaube, die Rautentafel ist auch... Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, die Rautentafel gibt es nur bei der Reichsbahn. Also die am Hauptsignal. Ne? Das ist eine gute Frage. Gibt es die auch im Westen? Ich glaube nicht. Da müsste es dann eben nur diese Form der Rautentafel geben. Wow. Bisschen zu viel Leistung. Der Zug verzögert aber auch so komisch. Das BÜ-Signal blinkt noch nicht. Jetzt, okay. So, dann geht es weiter mit 60. Halt für Rangierfahrten. Tangiert uns auch nicht. Wir sind eine Zugfahrt. Auch sehr schön hier. Cool, dass es mit eingebaut wurde. Der Signaldrahtspanner. Oder allgemein Spanngewicht hier genannt. Die eben dafür sorgen, dass die Stellträte hier dauerhaft schön gespannt sind. Weil wenn wir zum Beispiel im Winter hier langfahren, dann verkürzen sich natürlich auch die Stellträte. Dadurch, dass eben die Längenausdehnung dann in dem Eisendraht dazu führt, dass sich das Metall zusammenzieht. Und im Sommer zum Beispiel, dass es da ausgedehnt wird. Und damit eben dieser Stelldraht immer schön unter Spannung steht, dafür gibt es dann diese Spanngewichte. Es sind quasi somit in den Seilzug eingearbeitet, dass die je nach Stellposition des Stelldrahtes den in die eine oder andere Richtung ziehen. Weil das kannst du dir mal so vorstellen, wie wenn du einen Schnürsenkel vor dir hinlegst und nur wenn der gespannt ist, dann kannst du das, was am anderen Ende des Schnürsenkels hängt, auch wirklich wegziehen. Wenn du aber da irgendwas dranhängst und versuchst, da hin und her zu ziehen, während der aber lose auf dem Tisch liegt, dann wirst du natürlich den Gegenstand nicht bewegen können. Und genauso verhält es sich auch bei dem Stelldraht. Wobei jetzt der Begriff Draht nicht unbedingt irritieren soll. Wir können es auch Stellseil nennen. Aber das sind in der Regel etwas dickere. Ja, das wird ein bisschen knapp. Das wird wirklich ein bisschen knapp. Aber das passt. So, Türen auf. Möchte überhaupt jemand rein oder raus? Scheinbar nicht. Oder es kann aber auch so ein Problem sein, dass der Haltepunkt den Halt nicht richtig detektiert. So, erstmal Sand wieder rausnehmen. Und dann gucken wir mal, wann die Bremse hier gelöst ist. Also hier haben wir jetzt auch mal den Bremszylinderdruck hier angezeigt. Ist auch extra mal reingeschrieben. Kurz eine Leistungsstufe. So ein paar Zentimeter wollen wir uns jetzt nur nach vorne bewegen. So, das sollte schon reichen. Und dann kann der Simulator eben manchmal die Türen plötzlich wieder öffnen. Oder müssen wir wirklich zurückdrücken? Nimmt er das nicht an, weil die Lokomotive zu weit vorne steht? Also natürlich, klar, jeder Zug könnte hier in Realität einfach die Türen öffnen. Das wäre kein Problem. Aber der Simulator ist halt ein bisschen eigen. Also so wird das mit dem Fahrplan überhaupt nichts mehr. Ja, und jetzt gehen auch die Türen auf. 12.35 Uhr. Für wann war der halt geplant? Ich kann es jetzt leider nicht richtig lesen. Aber ja, wir sind auf jeden Fall zu spät. Weil wenn der für 32 hier in Oberklingen... Ach nee, das ist ja unser Halt, klar. Für 32 war er geplant.
Jetzt habe ich mich in der Tabelle vertan. So, Bremsen lösen. Das dauert eh noch ein bisschen. Na? Wunderbar. Türen zu, Abfahrt, Leistung auf und los geht's. Es schaut halt auch wirklich sehr schön aus, ne? Gerade die Doppeloptik hier zwischen den roten Rückleuchten oder Zugschussleuchten und dem Spitzensignal. Sehr, sehr, sehr cool gemacht. 40, 50 und Gleis 60. Nächster Halt, Marxgrün auf Gleis 2. Aber cool, hier steht auch wirklich Führerstand 1 und Führerstand 2 drin, ne? Also man hat da jetzt nicht extra Führer... Ja. Also man hat nicht extra nochmal differenziert zwischen den... ach man, wir müssen hier wieder rein. So, BU-Signal. Genau, zwischen Führerpult 1 und Führerpult 2. Und den Führerstand selbst. Sondern man hat es einfach ja direkt als Begriff hingeschrieben. Jetzt muss man sich ein bisschen konzentrieren. BÜ ist zu. Hat ja auch geblinkt, genau. Ja, ist manchmal ein bisschen schwierig, wenn man nebenbei quasselt und irgendwas kommentiert und dann gleichzeitig noch richtig fahren soll. So, hier kommen Ankündigungsbarken, aber... Oh! Sehr schön. Mal eine weiße 3. Sehr cool. Vorsignal, freie Fahrt erwarten. Dennoch müssen wir runterbremsen. Aber geil, ein ZS3 hatten wir hier lange nicht mehr. Das kann auch in die LF-Signale eingeordnet gewesen sein. Wird's auch, weil das ZS ist ja natürlich in der Regel am Hauptsignal dran. Dann haben wir hier einen LF4, ist das, glaube ich. Ja, müsste ein LF4 sein. Ist auch wieder so eine Besonderheit. Gibt's nur im Westen. Ist gesichert. Oh, cool. Da vorne stehen sogar noch Kühlwagen. Und wenn ich es richtig erkenne, solche von Haus zu Haus Transporter, wie sie die Bundesbahn auch eingesetzt hat. Genau, das sind diese Kübelcontainer obendrauf. Wir gucken gleich hin. Keine Sorge. So, Lokomotive einfahren lassen. Mit T die Türen freigeben. Ja, die DB-AG-Uhr, die bitte ich an der Stelle mal zu ignorieren. Oh, echt schön. Die 85. Ach, und ich sehe es auch gerade. Das ist aber eigentlich auch, ne, die Reichsbahn-Version. Reichsbahndirektion Dresden, Bahnwerk Aue. Ja. Aber die Wagen hinten dran, die sind von der Bundesbahn. Interfrigo. Die kalten Wagen. So, und hier drüben die von Haus zu Haus Transporter gucken wir uns auch an. Bremsen lösen und Abfahrt gleich. Bremszylinderdruck ist noch da. Ist auch, was die Tachometer hier oder die Barometer angeht. Ja, bitte keinen Wert auf die Anordnung legen. Das ist
alles ein bisschen anders. Auch was die Bremszylinderdrücke angeht, hier wird eben ja ein Bremszylinderdruck von 0 bis 5 bar gegeben, beziehungsweise auch der Hauptluftleitungsdruck wird in diesen Bereichen abgesenkt, also ohne halt den, ich sag mal, diesen regulären Betriebsbremsungsbereich zu haben, ist alles ein bisschen anders. Eiernudeln, Birke, was gibt's hier drüben? Kikeriki, Eier, Macaroni. Ja, sehr cool. Diese Kübel wurden eben hier oben drauf gesetzt, auf diese ja, Flachwagen. Und, na, wo ist unser Zug? Ja, auf diese Flachwagen eben drauf gesetzt. Und das Konzept war eben, dass man diese Kübel dann wirklich ja, zu kleineren Industriestandorten dann hintransportieren könnte. Gegebenenfalls auch die letzten Meter dann eben mit dem LKW. Das von Haus zu Haus Konzept. Das hatten wir aber auch schon in früheren Videos angesprochen. Also wer da schon etwas länger dabei ist, der wird es schon kennen. Und genau, das sah eben vor, dass man quasi mit der Bahn diese Waren bis zur Haustür transportiert bekommt. So war auch damals das Leitmotiv übrigens in der Zeit, mit der die Bundesbahn versucht hat, ja, neue Kunden zu gewinnen. Das ist auch so eine meiner Lieblingsstellen hier auf der Strecke, wo wir rechts und links wunderbar diese Felsformationen haben. Das sieht immer sehr imposant aus, wenn wir diese kleine Schlucht durchfahren. Klar, von einer richtigen Schlucht kann hier nicht die Rede sein, aber du weißt, was ich meine. Diese schönen Felsformationen rechts und links. Das schaut halt wirklich toll aus. Ne, genau das ist es halt, was ich hier meine. Die Bremse, die steuert hier relativ stark aus und wir sind hier eigentlich gerade mal so in den ersten Bremsstellungen oben drin, was die Betriebsbremsungen angeht. Und wenn wir mal weiter gucken, also hier drüben müsste der Hauptluftleitungsdruck dann in dem Fall sein. Wir kommen hier sogar unter 3,5 bar. Regulärer Bremsbereich ist eigentlich zwischen 5 bar, das ist der Standarddruck, wo quasi die Bremsen im Zugverband gelöst sind. Und dann eben bis 3,5 bar kann der Hauptluftleitungsdruck abgesenkt werden, um eben Betriebsbremsungen durchzuführen. Beziehungsweise bei 3,5 sind wir dann eigentlich schon bei der Vollbremsung. Das Ganze ist aber auch immer so ein bisschen abhängig von der Art der Bremseinrichtungen. Denn es gibt auch durchaus Fahrzeuge, die zum Beispiel stärker einsteuern. Ich glaube, beim ICE ist es so, dass es da auch teilweise feinere Abstufungen gibt. Da müsste es sogar bis 3 bar, glaube ich, gehen, was die Betriebsbremsung angeht. Aber ICE ist halt sowieso ein, ich sag mal, Extra-Konzept. Die Züge verkehren ja sowieso artrein, also mit denselben Wagen, selbe Triebköpfe. Es wird eventuell mal bei den Triebköpfen was ausgetauscht. Beziehungsweise wenn die ICEs anders zusammengebastelt werden, dann wird das auch aufeinander abgestimmt. Aber in der Regel bleibt zum Beispiel so ein ICE4 zusammengekuppelt. Da verändert niemand was im laufenden Betrieb dran. So, 60 darf gefahren werden. Und nächster Halt ist dann schon Bad Steben. Bad Steben auf Gleis 1. Ja, das war dann heute auf jeden Fall meine kleinere Tour durch Bayern. Fand ich wunderschön mit der V100 und drei kleinen Personenwagen hinten dran. Besonderheit auch hier bei den Personenwagen, wir haben drei Achsen. Ja, ist so eine Sache, kann man mögen, muss man nicht mögen. Ich finde es relativ interessant. Ich habe auch für die Modellbahn tatsächlich einen solchen Wagen, der drei Achsen hat. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, sind das nicht die Personenwagen, die mir persönlich am allerbesten gefallen, sondern ich habe dann wirklich lieber so kleine Donnerbüchsen oder eben wirklich große Reisezugwagen, D-Zugwagen, wo wir dann entweder ja, vier Radsätze haben oder zwei Radsätze, je nachdem eben was für eine Wagenkonstruktion. Aber diese drei Radsätze, drei Achsen, ich weiß nicht, hat mir persönlich nie so richtig zugesagt, ist aber auf jeden Fall immer ein Hingucker und ja, war eben früher so.
Also die Besonderheit der drei Achsen bei einem Personenwagen, die gab es durchaus. Es ist auch übrigens keine Neuerung der Bundesbahn, sondern bereits bei der Deutschen Reichsbahngesellschaft, also der Bahngesellschaft, die vor der Bundesbahn unter anderem existiert hat, also auch nicht nur bezogen auf das NS-Reich, sondern ja schon in der Länderbahnzeit und so weiter, da gab es auch schon diese dreiachsigen die dreiachsigen Personenwagen. Nochmal eine LF4-Tafel und die einzelne Vorsignaltafel. Da wird wahrscheinlich ein Halt ausstehen. Da kommt auch wahrscheinlich ein 500er. Ja, genau. Weiterfahrt mit 40 ist erlaubt. Ach ja, genau. Und man muss unbedingt die Bremse mit der Maus bedienen, ansonsten bremst die nicht. So, Langsamfahrt. Ein P zum Pfeifen. Das letzte Mal heute, zumindest für diese Zugfahrt. Und dann bringen wir den Zug gleich im Bahnhof zum Stehen. Ja, lieben Dank auf jeden Fall an Benelux Trains. Von dem wurde nämlich das Szenario zusammengebaut. Läuft unter der Nummer 36014 für die Rodachtalbahn. Einmal von Hof nach Bad Steben mit der V100 West. Die Lokomotive von TSC Transim Content über den User Schienenbus veröffentlicht. Da auch nochmal lieben, lieben Dank an den Schienenbus. Einerseits für die wunderschöne Strecke und andererseits eben für diese wirklich tolle... Oh, da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Für die Bereitstellung dieser wunderschönen Lokomotive. Ja, normalerweise hätte man sich natürlich auch an der H-Tafel orientieren sollen und dann hätte das Ganze auch mit dem Endhalt hier wunderbar geklappt, denn man fährt eigentlich nur hier ja, bis zu dieser H-Tafel hin. Da bleibt die Lokomotive dann stehen, der Zugverband wird abgekuppelt und die Lokomotive fährt dann selbstständig hier vor bis zum, naja, kann man das Prellbock nennen, bis zur Wand, bestehend aus Baumstämmen, bis zur SH2-Tafel und dann geht es eben... Kopf machen, auf die andere Seite rüber und dann hat man es geschafft. In diesem Sinne, ich bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich fürs Zusehen. Wenn dir das Video gefallen hat, gerne ein Däumchen nach oben geben, würde ich mich sehr drüber freuen. Und ansonsten sehen wir uns natürlich gerne wieder im nächsten Video. Ja, in dem Sinne, mach's gut, allseits eine gute Fahrt und bis zum nächsten Mal.